Das neue Set Battle of Legends Monsters Revenge sehen wir ab heute in allen Läden und ihr könnt es kaufen. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch immer, was da für Karten drin sind, die neuen Karten, die vielleicht interessant sind, die Reprints, die an sich ziemlich gut sind. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Hier ist einmal das Set. Für alle, die nicht wissen, was der Plan von dem Set ist, ihr bekommt in diesem Set nur Holos. Bedeutet für euch Secret Rares und Ultra Rares. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, bekommt ihr auch Quarter Century Secret Rares. Für alle, die nicht wissen, wie das aussieht, hier ist einmal ein Bild von der Karte, wie sowas aussehen kann. Die Quarter Century Secret Rares werden 25 Stück sein. Wie ihr hier seht, wir haben schon 24 davon bekannt. Viele werden natürlich auch richtig auf Zeus schielen und sagen, oh, Zeus, ganz nice. Die Adventure-Karten werden auch da sein. Und natürlich Dark Hole als Quarter Century Secret Rare ist natürlich schon ziemlich nice. Und Super Broly auch nicht verkehrt. Dann Secret Rares sind ein paar neue Karten drin, ein paar alte Karten als Reprints drin, auch ziemlich nice. Und bei den Ultra Rares sind viele von den neuen Karten dabei. Das Set umfasst insgesamt 104 Karten und ein paar Karten, 126 sind sie insgesamt, gibt es wirklich nur als Quarter Century Secret Rares. Also die werden wirklich einen Reprint bekommen, aber nur in dieser Rarität. Dann würde sagen, wir sprechen zuerst mal über ein paar neue Karten und dann sprechen wir über die Reprints, die in dem Set drin sind, die ganz cool sind für euch. Die erste neue Karte, die ich einmal habe, ist einmal Angriffssynchron. Das ist ein Level 2 Monster. Lässt jetzt mal ganz kurz alle Glocken aufleuchten, denn oh, Level 2 Sprite. Ihr könnt die theoretisch in Sprite spielen, aber dann müsst ihr einen Sprite Synchro-Pile spielen, weil wenn das Ding auf dem Feld ist, könnt ihr nur Synchro-Monster beschwören. Aber die Karte ist eigentlich ganz cool. Die hat die Fähigkeit, während deiner Mainphase, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören, dann erhältst du 7 Punkte Schaden. Das heißt, die ist instant ein Level 2 Monster, was ihr einfach free special könnt. Allerdings könnt ihr mit der aus dem X-Deck nur Synchro-Beschwörung machen, solange die auf dem Feld liegt. Also ihr könnt jetzt nicht die überlagern für Gigantic, das klappt nicht. Und wenn ein Drachenmonster tributiert wird für einen Effekt, könnt ihr das Drachenmonster vom Graveyard zurückholen. Das ist eine sehr interessante Karte. Ich weiß nicht, wie gut die sein wird, aber die wird auf jeden Fall Play sehen in verschiedenen Combo-Varianten. In Sprite müssen wir wirklich überlegen, weil die gibt euch halt ein Free Buddy aufs Feld, mit dem ihr wirklich halt Free eure Sprite-Monster machen könnt. Und dann könnt ihr mit dem und einem anderen mit zwei Monster halt einen Herald bauen. Es gibt schlechtere Dinge als das. Das ist nochmal ganz kurz nebenbei, weil ein Herald auf dem Endboard zu haben, ist besser, als ob es die Melfi machen zu müssen. Können wir auf jeden Fall machen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Karte, die werdet ihr auf jeden Fall sehen. Die ist in dem Set eine Secret Rare, ist also jetzt nicht ganz so einfach zu ziehen. Die nächste Karte ist einmal Letzte Hoffnung der Nummern. Eine Karte, die eigentlich gar nicht so gut ist, aber die hat eine ganz bestimmte Art von Karteneffekt. Das ist auch eine Ultra Rare, also nicht so schwer zu ziehen im Set. Und die beschwört zwei Monster vom Friedhof. Und mit denen können wir dann direkt ein Nummer-X-Quasi-Monster bauen. Du zahlst die Hälfte deiner Life Points. Okay. Aber das Ding hier ist generisch. Das heißt, wir können generisch ein X-Monster unserer Wahl bauen, was wir in unserem Deck bauen können. Und Nummer-X-Quasi-Monster ist ziemlich gut. Der Nachteil dieser Karte ist, wir können, nachdem wir diesen Effekt aufgelöst haben, nur noch ein Monster Spezialbeschwörung beschwören. Das ist ein bisschen doof, aber es könnte für eine End-Combo-Line ziemlich gut sein. Ich wollte hier mal erwähnen, diese Karte existiert, ist eine sehr interessante Karte. Wahrscheinlich nicht unbedingt gut. Dann haben wir noch einmal den Buntorgigen Rebellions-Xyz-Drachen. Es ist wieder ein Xyz-Pendel-Monster, was ich selber in die Pendelzone legen kann. Wenn es auf dem Feld zerstört wird, ihr könnt die aus dem Extra-Deck rauspendeln, wenn ihr Level 7 Monster pendeln könnt. Den ganzen Gist, den die ganzen anderen Sachen auch schon machen. Und du kannst von der Karte Material abhängen und dann kannst du zwei Monster vom Gegner wählen, die 3000 oder weniger ATK haben und die zerstören. Ist also keine schlechte Karte. Eine wirklich gute Karte ist es leider auch nicht, aber ich glaube, sie wird in einigen Decks irgendwo Play sehen, weil sie ist halt mit zwei Pendelmonstern relativ generisch zu machen. Ist auch eine Ultra Rare, ist also nicht so schwierig zu ziehen. Dann haben wir noch einmal Etox Hydra. Ich erwähne die Karte einmal ganz kurz. Ihr seht den Effekt einmal gerade neben mir. Der Effekt ist ein bisschen komisch. Der braucht zwei Monster, die du kontrollierst als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Und je nachdem, was ihr gemacht habt, verlieren die gegnerischen Monster ATK in Höhe dem, was ihr gemacht habt. Und wenn ihr dem Gegner Schaden zufügt, könnt ihr für 2000 Schaden könnt ihr halt Karten ziehen. Also könnt pro 1000 könnt ihr eine Karte ziehen. Potenziell kann die Karte also zwei Karten ziehen. Vielleicht sogar mehr, wenn ihr die equippt mit irgendwas anderen Sachen. Ist eine Karte, die wird irgendwo Play sehen. Aber wir haben mal den Drei-Klingen-Meister. Und das finde ich eine sehr interessante Karte. Auch da wieder, die ist wahrscheinlich nicht unglaublich gut. Aber die braucht einen Empfänger, einen Nicht-Empfänger-Monster. Und du kannst, wenn du die beschwörst, einen Effekt ausführen, einen von den dreien, je nachdem, was für Materialien du benutzt hast. Eine 1 zu 5, zerstöre eine Karte auf Spielfeld. Okay, krass. 2 und 4, ziehe eine Karte, 3 und 3, die wird als Tuner behandelt. Wenn du drei oder mehr Monster als Material verwendest, kannst du alle drei Effekte benutzen. Das heißt, wenn ihr drei Level 2 Monster benutzt, könnt ihr alle drei Effekte benutzen. Also Karte ziehen, zerstöre eine Karte und
wird als Hühner behandelt. Ich glaube, das ist der größte Benefit, aber ihr müsst halt an Karten mehr investieren, um eine Karte mehr rauszubekommen. Aber dann geht die Karte potenziell plus 1, weil ihr eine Karte vom Gegner schießen könnt. Und die chainblockt sich selber. Das heißt, ihr zerstört eine Karte, zieht eine Karte und wird Tuner. Das heißt, der letzte Effekt ist der Tuner-Effekt, als die chainblockt sich selbst. Dann haben wir einmal den Dairantant, der Schleimriese. Das ist ein generisches Level 4 XE-Monster, was eine Pendant-Scale hat, wenn die in der Pendant-Scale liegt. Die Karte ist nicht unbedingt gut, aber ich wollte sie kurz einmal hervorheben, weil es eins der ersten, glaube ich, Rang 4 XYZ-Pendel-Monster ist. Wollte ich kurz mal hervorheben und das Artwork ist sehr weird, deswegen fand ich mir, da ist sie. Ich glaube, der heißt sogar im Englischen heißt er Ooze Giant, was ich halt noch witziger finde, weil Slime-Riese, Ooze Giant passt da halt zusammen, aber fand ich sehr interessant. Dann eine Karte, die alle Hero-Spieler erfreuen wird, ist einmal Elementarheld, Flammenvögelmann, Höllenwut. Auch ein Name für die Götter, möchte ich übrigens erwähnen. Die Karte ist ganz cool. Ne, wenn die beschworen wird, kannst du deiner Held eine Liebigkarte von deinem Deck hinzufügen. Es gibt die Fallenkarte und es gibt, glaube ich, irgendeine Spell, die auch was ist. Und ihr könntet sogar Mephikani adden, weil das auch eine Lieblingskarte ist im OCG, deswegen würde es theoretisch auch funktionieren. Macht es bitte nicht, aber die Karte ist ziemlich cool und wir können mit der, wenn wir die tributieren, können wir ein Extra-Deck-Monster aus einem Extra-Deck-Spezial beschwören, was auch cool sein kann. Ich weiß nicht, wie genau das aufkommt, aber ich glaube, dass die Karte auf jeden Fall in Hero-Decks playsehen wird. Weil die brauchen nur zwei Metall-Monster mit verschiedenen Namen. Das sollte nicht so schwierig zu accomplishen sein. Dann haben wir einmal den Link-Dekodierer. Ein Link-1-Monster, was ein Cybus-Monster Stufe 4 oder niedriger braucht. Und falls diese Karte als Material für ein Cybers-Link-Monster mit 2300 oder mehr Grund-ATK auf das Video gelegt wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, aber verbannen sie, wenn das Spiel verlässt. Das gibt den Link Dex noch ein Monster mehr, um weiter zu linken. Ich weiß nicht, warum Kommandant das immer wieder macht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Und ja, das heißt, ihr geht Firewall, normalt das, geht auf das Ding, holt einen aus dem Deck, geht dann auf ein Codetalker-Monster, holt den wieder zurück, holt ein anderes Monster wieder zurück, habt dann vier Monster. Ich weiß nicht, ob das der Gameplan von dem Deck sein sollte, aber es ist auf jeden Fall möglich mit der Karte. Ich finde die optisch sehr cool. Ist halt ein Mini-Decodetalker. Ich finde die optische Wert sehr cool. Ich weiß nicht, ob das trotzdem der richtige Weg ist, weil jetzt haben wir mit dem Link-3-Monster, was im letzten Hauptset rausgekommen ist, ja auch eine Karte, die es wieder zurückspecialisieren kann, wenn ihr Link-Monster banisht. Die kann sich auch zurückholen. Das heißt, ihr kriegt quasi mit jeder Summon, die ihr macht, kriegt ihr quasi mehr Link-Monster wieder zurück. Also Access Code Talk wird dadurch halt deutlich einfacher. Und dann haben wir einmal hier die goldene Regel. An alle, die Crystal Beasts enjoyen, hier ist die Karte für euch. Denn die sagt quasi, lege zwei Kristallungeheuer von deinem Deck offen als permanente Zauberkarte in die Zaubern-Fallenkartenzone. Das klingt schon mal ziemlich gut. Dann beschwöre ein Kristallungeheuer-Monster mit einem unterschiedlichen Namen als jene als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Also legt euch instant zwei rein und ihr könnt von eurem Friedhof oder Hand Spezialbeschwören. Wenn ihr Rubin Karfunkel irgendwo habt, also Friedhof oder Hand, könnt ihr direkt instant drei Monster aus dem Feld klatschen. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Die ist ein Secret Rare aus dem Set. Ist also nicht ganz so einfach zu ziehen. Ich glaube, die ist für das Deckthema ziemlich gut. Wenn ihr das Deckthema spielt, lasst mir in den Kommentaren wissen, ob die wirklich für das Deckthema gut ist, ob die gespielt wird. Ich glaube, die ist echt gut. Dann haben wir einmal Duality. Diese Karte hier. Das ist die Karte, die viele haben wollen. Und wir lesen einmal ganz kurz den Effekt durch und versuchen zu verstehen, warum das so ist. Biete ein Licht- oder Finsternismonster als Tribut an. Das sind Kosten. Beschwöre ein Licht- oder Finsternismonster mit demselben Grundtyp und derselben Grundstufe, aber einer unterschiedlichen Grundeigenschaft als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Extra-Deck. Das ist ein guter Effekt. Denn du kannst ein Licht- oder Finsternismonster tributieren, davon gibt es in Yu-Gi-Oh! 8 Millionen. Und du kannst ein Licht- oder Finsternismonster mit demselben Grundtyp, selbe Stufe, spezial beschwören. Es gibt extrem viele Tage dafür im Extra-Deck und auch im Main-Deck, die wir wahrscheinlich eher fürs Extra-Deck benutzt, wenn wir Karten haben, die wir einfach rausspecialisieren können. Denn es gibt ein paar richtig gute Licht- oder Finsternismonster. Man guckt nur auf Dragoon, wenn ihr ein 8 Monster aufs Feld bekommt, was Finsternis ist. Und während der Mainphase, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, dann ein Licht- oder Finsternismonster in deinem Friedhof wählen. Mische beide ins Deck, dann ziehe eine Karte, du kannst jeden Effekt nur auch wieder benutzen. Joa, die Recycle, draw eine Karte, ist also ein bisschen wie Chaos Space. Die Karte wird Play sehen, und zwar in super vielen Decks. Das ist eine Secret Rare aus dem Set und die wird auch ein paar Euros gehen. Witzigerweise, Schattenlicht ist eine sehr ähnliche Karte. Nicht ganz so gut wie Duality, aber auch die lesen wir ganz normal durch. Damit wir einfach verstehen, was die Karte tut. Wähle ein Finsternismonster, das du kontrollierst. Beschwöre ein Lichtmonster mit demselben Grundtyp und derselben Grundstufe als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Extra-Deck.
Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, du kannst diesen Spielzug während deiner Main Phase zusätzlich zu deiner normalen Normalbeschwörung setzen oder Lichtmonster als Normalbeschwörung beschwören. Also eine extra Norm sammeln. Du kannst jeden Effekt bei Warp zwischen einem Spielzug verwenden, also du kannst in der Runde, die du den Effekt benutzt, keine Battle Phase machen. Das ist wahrscheinlich schlimm, wenn ihr First geht. Das ist eine ähnlich gute Karte wie Duality, nur ein bisschen schlechter, weil die extra Normal Summon ist, glaube ich, richtig nice für manche Decks. Also das ist eine coole Karte, Duality ist definitiv besser, aber die ist auf jeden Fall gut. Da haben wir einmal Schwarzflügel Scharknarr, der abnehmende Mond. Das ist ein Level 2 Monster, was sich free specialen kann, wenn ein Monster mit 2000 oder mehr ATK auf dem Feld liegt. Der Rest ist gar nicht relevant, das ist eine super Karte für super viele Decks. Ne? Wenn ihr die nicht habt, besorgt euch die. Die wird, glaube ich, nur Ultra Rare sein. Genau, die ist nur Ultra Rare, das Set. Also nichts Teures, aber ist eine gute Karte und sehr spannende Karte für verschiedene Deckthemen. Dann haben wir einmal Katzenmais. Eine Karte, wo das Artwork mich ein bisschen verstört. Aber diese Karte kann Fieldspell suchen. Und zwar, wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird und ihr habt keine Fieldspell auf dem Feld, kann die euch eine Fieldspell enden. Das ist pauschal ein guter Effekt. Das sind vier Monster, das ist Erde und das ist Pflanze. Trap Tricks, Fragezeichen. Also könnt ihr in verschiedenen Decks spielen. Ich glaube, dass es eine ganz gute Karte ist. Ich weiß nicht, wie oft die aufkommen wird, aber ich glaube, das ist eine ganz coole Karte, die in verschiedenen Szenarien mal auftauchen wird. Haben wir einmal Weiser der Stärke, Akash. Das ist der Sky Striker Support aus dem Set. Ich breche mal ganz kurz die Effekte von diesen Striker-Karten so ein bisschen runter. Ihr könnt die alle spezial beschwören, indem ihr eine Zauberkarte von eurer Hand auf den Friedhof legt. Dann könnt ihr die alle spezial beschwören. Also das ist bei jedem dieser Dinger so. Die werden immer als Himmelsjägerkarten behandelt, was ziemlich gut ist. Und die Karte speziell sagt, falls ein oder mehr Linkmonster, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört würden, kannst du stattdessen eine Zauberkarte von deinem Friedhof verbannen. Falls diese Karte durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einer der verbannten Himmelsjäger-Zauberkarten wählen, füge sie dann hinzu. Und die haben alle denselben Effekt, dass wenn die quasi zerstört werden umfällt, dass sie sich eine verbannte Karte wieder auf die Hand nehmen können. Das geht so ein bisschen andersrum, ne, wo wir halt Spellkarten im Grave brauchen, aber die geben uns halt mehr Möglichkeiten, die Karten vom Grave wieder auf die Hand zu kriegen. Ist irgendwie cool, ich weiß nicht, wie spielbar die sein werden, aber wir werden sie auf jeden Fall in ähnlichen Deckvarianten sehen. Das gleiche gilt übrigens für Klugheit Himmel, ne, auch das ist eine Striker-Karte. Und die Karte, über die möchte ich mal ganz kurz reden. Das ist einmal Himmelsjäger Ass Azalea. Das ist das erste Striker-Monster, was generisch ist. Das braucht zwei Licht- und oder Finsternis-Monster. Das heißt, ihr könnt ihr in jedem Deck bauen, was Licht oder Finsternis hat. Das gibt uns mehr Möglichkeiten, Striker in verschiedenen Decks zu spielen. Die muss als Linkbeschwörung beschworen werden. Das ist schon mal wichtig, die könnt ihr nicht anders beschwören. Du kannst einmal auf Spielzug ein oder mehr Himmelsjäger Azalea beschwören. Du kannst also die nur einmal auf Spielzug beschwören. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Dann, falls du drei oder weniger Zauber in deinem Friedhof hast, lege diese Karte auf den Friedhof. Also ihr müsst, um den Effekt zu resolven und die Karte auf dem Feld zu behalten, müsst ihr drei oder mehr Zauberkarten in eurem Friedhof haben. Was mit den meisten Decks nicht schwierig sein sollte. Aber die ist ein Instant-Out für Karten auf dem Feld. Das ist schon mal ziemlich gut für Striker, aber auch für andere Decks. Dann, einmal pro Spielzug. Am Beginn des Damage-Steps. Falls diese Karte gegen ein Monster eines Gegners kämpft. Du kannst eine Zauberkarte von dir verbannen und zerstört das Monster. Das ist eine gute Karte. Nicht nur für Striker, sondern grundsätzlich eine gute Karte. Denn es ist ein generisches Link 2 Monster, was eine Karte zerstören kann und dem Battle ein Monster zerstört. Die Karte wird ein bisschen teurer. Die wird wahrscheinlich Secret Rare sein, ne? Ja, die ist Secret Rare. Wenn ihr Möglichkeit habt, besorgt euch die. Denn die wird in vielen Extra-Decks Platz finden, weil Lichtfinsternis-Monster super easy, also Link 2 Monster super einfach zu machen und optisch, wenn ihr mich fragt, auch eine relativ coole Karte. Dann haben wir jetzt einmal die Reprints. Welche Karten kriegen wir wieder günstiger zu bekommen als Ultra Rare? Also entweder ein Upgrade, ein Downgrade, eine schöne Rarität, die wir spielen können. Wir fangen an mit Ebli. Gute Karte, guter Reprint. Kleiner Joke von mir am Rande, die hat auf der DM übrigens keiner erwartet. Wenn ihr den Joke nicht verstanden habt, guckt euch meinen Stream an. Dann haben wir einmal Danger Nessie als Reprint, als Secret Rare. Auf jeden Fall ein nices Upgrade wieder. Dann haben wir Sigma. Der Reprint war auf jeden Fall nötig, weil die Karte wurde langsam so um die 10 Euro, glaube ich. Oder ist ein bisschen gefallen nach der Bandlist. Aber die war auf jeden Fall relativ teuer, weil das eine der einzigen Karten war, die ich glaube keinen Reprint bekommen hatte. Deshalb war die auf jeden Fall wichtig. Adventure Engine. Und ich möchte zu Adventure Engine noch ganz was sagen, denn die Adventure Engine ist komplett in diesem Set drin. Außer Fateful Adventure. Ich weiß nicht, warum Konami das immer wieder macht, dass sie das ganze Deck reprinten und sagen bei einer Karte, nö, die nicht.
Finde ich komisch, aber so ist es auf jeden Fall. Das heißt, Fate wird wahrscheinlich ein bisschen teurer jetzt, weil der Rest der Karten accessible wird. Aber die Karten werden nicht so teuer sein. Also, wenn ihr Adventure spielen wollt oder Bock drauf habt, dann holt euch die, weil jetzt werden sie halt accessible. Dann haben wir ein Rarity-Upgrade von Sprite Carrot. Die wird eine Ultra-Rare sein. Genauso wie einmal der abgeordnete Baldrake. Auch der wird eine Ultra-Rare sein. Draco Berserker der Tendi. Auch der wird eine Secret-Rare sein. Richtig witzig. Das heißt, ihr habt schon mal einen Secret-Rare-Print in der Megatin. Eine Ultra-Rare-Print aus dem Hauptset. Und jetzt kriegt ihr nochmal hier einen Secret-Rare-Print, aber nicht mit diesem Parallel-Secret-Rare, sondern einfach generell. Ist eine gute Karte. Die wird nicht teuer sein, damit wir Zorzoll noch ein bisschen mehr Budget. Der Hard Earth Dragon, die spielt ja den Generator, die wurde langsam auch wieder ein bisschen teurer, die war wieder bei knapp 10 Euro, obwohl die ja den Reap bekommen hatte mit den verschiedenen Raritäten, also Gold, Blue, Lila und so ein Scheiß in dem letzten Battle of Legends. Aber die war auf jeden Fall eine gute Karte, die zu Hause zu haben ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn ihr die bauen könnt, ist sie immer gut. Dann Herold des reinen Lichts ist eine Karte, die auch schon lange keinen Reap mehr bekommen hatte, ich glaube letztes Mal 2014 oder so. Deshalb gut, dass ihr auf jeden Fall einen Ribbon bekommt, weil ihr könnt ihn in verschiedenen Decks spielen. Also mainly als Sprite. Dann haben wir den Ginbuster, ein Ribbon, der mich persönlich auch sehr freut, weil es halt ein Rarity-Upgrade ist für eine Rare, die 7 Euro gekostet hat. Deswegen ist es schön, dass die jetzt hier nochmal bekommt. Und die hat auch ein Update vom Kartentext, das ein bisschen besser geschrieben ist, wie der genau funktioniert. Dann haben wir einmal Zeus, den kriegen wir in zwei Printings, einmal als Secret Rare und einmal als Quarter Century Secret Rares. Ist also ein guter Reprint. IP Mascarena bekommt dasselbe Treatment, allerdings mit dem alten Artwork. Ich hätte ganz gerne das neue gesehen als Quarter Century Secret Rare, aber sie printen das alte Artwork in beiden Raritäten, also Secret Rare und halt dann als Quarter Century Secret Rare. Dann Reprint, Dimensionsriss. Ja, ist immer ein guter Reprint, die Karte wird immer teuer. Super Boli, auch das immer ein guter Reprint, weil die Karte wird immer vom Preis ein bisschen steigen, wenn der Demand halt wieder ein bisschen steigt. Book of Eclipse, auch die eine Karte, die das letzte Mal letztes Jahr bekommen hat. Jetzt kriegt sie wieder einen Reprint, diesmal wieder als Ultra Rare. Diesmal sogar als Secret Rare. Holy shit, hab ich gerade gesehen. Diesmal sogar als Secret Rare. Ist also dann wieder ein schöner Reprint. Dann Gleichung bekommt auch nochmal einen Ultra Rare Reprint. Auch die wurde langsam so ein bisschen teurer. Ist schön, dass sie hier drin ist. Aramesia. Kriegt sowohl Secret Rare als auch Quarter Century Secret Rare. Dann bekommt einmal Smasher sein Upgrade zu einer Ultra Rare. Ich verstehe nicht, warum die nicht generell schon eine Holo-Karte war, aber jetzt ist sie auf jeden Fall in schön spielbar. Gute Karte. Marco Kosmos, auch ein sehr guter Reprint. Willkommen Labyrinth ist auch ein guter Reprint für die Leute, die das Deck spielen möchten. Das heißt, die einzige teure Karte ist halt Big Welcome. Und die Ladies. Wir bekommen einmal Lubellion als Reprint. Aber, das ist für euch wichtig, der wird nicht günstiger, denn die bekommt nur einen Reprint als Quarter Century Secret Rare. Es wird also den ersten Print nicht günstiger machen. Das gleiche gilt übrigens für Lady Labyrinth von der Silberburg. Die bekommt auch einen Print, allerdings nur als Quarter Century Secret Rare. Ne, das heißt, auch die wird jetzt nicht wirklich günstiger, aber sie ist halt in schön spielbar. Und das war's schon zu Monstrous Revenge. Das sehen wir heute, dieses Set. Dann würde ich sagen, das war's schon von mir. Lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, wenn ihr Bock auf solche Set-Previews habt oder Informationen zum Set selber. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.